Und was haben wir aus dem letzten Part gelernt, Freunde? Nimm niemals ein arabisches Artefakt mit nach Hause. Moin Leute und willkommen zurück zur Fallout 4 Caveman Challenge. Wir laufen immer noch dem guten Jack hinterher, der jetzt irgendwie große Lust hat, baden zu gehen. Hast du denn auch deine Badehose eingepackt? Hast du Sonnenmilch dabei? Wo geht er denn hin? Ich dachte, wir wollten zum Irrenhaus. Übrigens, wollte ich nur mal kurz mehr anmerken für die Leute, die den letzten Part nicht gesehen haben oder die den letzten Part schon, für die letzte Part schon ein bisschen länger her ist. Wir gehen jetzt zu Parsons, zum Vater von Jack Cabot, dem Papa Cabot wahrscheinlich. Und was ist denn hier los? Hier hat jemand gecampt, ein bisschen kampiert. Kate ist natürlich auch noch am Start. Was macht er denn jetzt? Willst du angeln? Jack? Hallo. Folge mir. Ja, bitte. Kate geht schon mal schwimmen. Willst du... Wir müssen nach Parsons. Das stimmt. Ich schubse ihn mal rein. Kann ich ihn überhaupt reinschubsen? Junge, was ist dein Problem? Jetzt geht er wieder. Oh, Hadouken! Ich habe das Gefühl, die KI möchte gerne durch das Wasser, aber kann es nicht wirklich. Ja. Okay, wo ist denn Parsons? Schauen wir mal kurz nach. Ach, das ist da drüben direkt. Dann werden wir uns mal kurz schnell hinteleportieren und dann wird er wahrscheinlich da auch dann auftauchen aus ominösen Gründen. Einmal kurz, um das wieder zu zusammenzufassen. Wir gehen jetzt zur Parsons-Anstalt, denn da ist der Vater von Jack Cabot, der ein arabisches Artefakt aus Arabien mitgenommen hat und dann irgendwie mutiert ist oder irgendwie zu einem irgendwas geworden ist. Und jetzt braucht Jack ihn, um zu überleben, weil er daraus aus seinem Blut das Serum herstellt. Und wir werden ihm dabei helfen. Und dann ist noch so ein anderer dabei, ich weiß aber nicht mehr genau, wie er hieß. So jemand anders, der auch irgendwie von diesem Artefakt besessen ist. Ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, warum, wie der andere hieß und wieso er besessen ist davon. Da vorne ist zumindest Jack und wir werden uns dann ein wenig um diese ganze Angelegenheit kümmern. So. Jackie Boy, Jack Gusto. Jack, ich fliege. Jack Black, wo bist du? Es gibt so viele schöne Namen mit so viele berühmte Menschen, die Jack heißen. Hallo. Hallo. Los, wir müssen herausfinden, was in Parsons passiert. Na gut, dann los. Hat er sich ganz ungestüm hier in der Hecke versteckt? Kleiner Heckenschütze. Okay. Parsons. Da waren wir schon mal, aber ich weiß nicht mehr warum. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Ich meine, wir mussten... Die Männer scheinen sich gut verkauft zu haben, aber leider nicht gut genug. Ich meine, wir mussten diese Raider hier... Dort können wir sehen, wie schlimm die Lage wirklich ist. Vernichten. Glaube, zumindest glaube ich, sollten wir das... Bleib bei mir, folge meinen Anweisungen, dann dürfte alles gut gehen. Irrenhaus beschützen. Okay. Gut, gehen wir mal mit Jack rein. Parsons State Irrenanstaltverwaltung. Dangerous. Ich bin jetzt wirklich ein wenig, ja... Gemischte Gefühle erfüllen meinen Geist. Ich weiß jetzt halt auch überhaupt nicht, was aus dem Vater geworden ist. Ob der jetzt so ein Riese geworden ist, so ein Mutant. Oder ob der einfach ganz normal ist und einfach nur dieses Serum praktisch produziert. Ich gebe es nur ungern. Wenn du denkst, dass das schlimm ist, solltest du mal die Kerle sehen, die ich im Comet Zone fertig gemacht habe. Habt ihr Stimpaks dabei? Ja, sehr schön. Steampacks. Verdammt, die Tür ist von der anderen Seite aus blockiert. Wir müssen sie irgendwie umgehen. Soll ich das jetzt machen? Ach so, er bewegt sich schon. Ein NPC, der laufen kann, das ist ja herrlich. What? Hä? Was? Was ist dein Problem? Was habe ich dir getan? Warte mal. Moment. Was? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Was war das gerade? Sag mal, Jack, bist du irgendwie schizophren? Natürlich. Okay, dann gehen wir nochmal schnell rein. Wir sind fast da. Wobei, ich habe doch bestimmt einen Autosave, oder? Ein Autosave, ja, habe ich. Okay. Dann nehmen wir den. Was war das denn gerade? Da greift er mich einfach random an. Was habe ich denn denn getan? Das ist ja voll gemein, der Typ. Wir müssen übrigens immer noch aus dem Institut
diese Spritze für Virgil holen. Fällt mir gerade ein, weil da überall so Spritzen rumlagen gerade. Können wir aber erst machen, wenn wir genug Intelligenz bzw. genug Hacker-Skills haben. Und das wird sowieso erst am Ende passieren. So, ich bin ganz entspannt gerade. Sieht aus, als hätte hier jemand einen schlechten Tag gehabt. Ja. Verdammt, die Tür ist von der anderen Seite aus blockiert. Das wusste ich schon. So, und jetzt chill. Ich speichere nochmal kurz, bevor er jetzt wieder in seine zweite Persönlichkeit wechselt. Warte, hör zu. Mach dich bereit. Oh, Teddybär. Wie hast du überhaupt was abbekommen? Lefty kann ich nicht ausstehen. Ich habe bei Leuten Gefallen eingelöst, die Lefty mal. Du bist nur beleidigt, weil du nichts bekommen hast. Hoffentlich hast du recht. Und Lefty sollte das nächste Mal gerecht haben. Sonst setzt's was. Du bist sowas von tot. Was ist denn mit Jack los? Sag mal, Jack, bist du doof? Lass mich das doch übernehmen. Ich meine, deswegen bin ich doch da. Mann. Wenn man nicht alles selbst macht, ne? Da läuft er einfach Amok hier, der gute Jack. Ist ja schlimm. Wie lange willst du denn noch durchhalten? Habe ich ihn eben irgendwie getroffen? Habe ich irgendwie eine Dornenrüstung an oder so, dass er an mir abgeprallt ist und dadurch Schaden erlitten hat? Kam mir gerade so ein bisschen danach. Geh weg! Ich will nichts mit dir zu tun haben, Jack. Vor allem will ich nicht gegen dich kämpfen. Zumindest noch nicht. Ich weiß ja nicht, was nachher noch kommt. Was dein wahres Geheimnis ist. Oh, was ist das? Maddox. Oh, das ist schön. Oh, guten Tag. Alles klar? Weg mit dir, sprach das Tier. So. Haben wir noch was Schönes? Irgendwie was zum Lesen? Was zum Anschauen? Ich bin ja sowieso bei RPGs immer sehr gerne am Lesen. Aber irgendwie scheint es hier nicht so viel zu geben. Schade. Ich hätte wirklich gerne mehr von der... Scheiße. Sie verloren. Wo bist du denn? Sehr gerne mehr von der Entstehungsgeschichte oder von dem Leben in der Psychiatrie hier erfahren. Aber leider nicht. Leder nicht. Nichts für uns da. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Ich will mich auch gar nicht verstecken, aber du hast dich hier... Also wer hat sich hier in dem Zigarettenautomat versteckt, hä? Wer? Sag's mir doch. Ja, ganz genau du warst das. Ach, Jack ist wieder hier oben. Der lässt uns... Ich glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Hey. Was gibt's? Guck dir das an. Wenn wir schon mal da sind. Oh, ich muss mal kurz ein Slimpack reinhauen. Gar nicht auf mein Leben geachtet. Ganz entspannt, Kate. Wir haben ja Zeit. Der Jack macht sich da wieder ein paar Freunde. Hm, sieht machbar aus. Ich versuch's. Ja, mach das. Das kriegst du schon hin. Verdammt, die Haarnadel ist gebrochen. Ich versuch's nochmal. Ich hab's. Sehr schön. Schön, wieder mit dir zu reden. Schön, mit mir zu reden? Willst du jetzt reden? Warte mal, können wir gleich machen. Einen Moment. Hätte man hier durchbrechen können? Nee, schade. Das fände ich noch ganz cool, wenn es in irgendeinem nächsten Fallout-Teil zerstörbare Umgebung geben würde. Das wäre super. Dass man halt so durch eine Wand brechen könnte oder so. Das wäre cool. So ein paar alternative Lösungswege. Kate, du willst reden? Hey. Ja? Ahem. Du wolltest mich was fragen? Wolltest du nicht gerade was fragen? Was meinst du? Schluss jetzt mit der Plackerei. Ich will nur noch zum nächsten Wasserloch. Okay, sie will doch nicht mit uns reden. Das war alles. Von mir aus? Okay, gut. Ich dachte, sie hat doch eben irgendwas gesagt mit... Ist er hier gerade durchgebrochen? So viel zu zerstörbarer Umgebung. Und warum sind in der Irrenanstalt solche Puppen? Ich verstehe es nicht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich muss aufpassen, dass ich Jack nicht treffe, weil der sonst wieder ausrastet. Der hat einen sehr short-tempered, wie man so schön sagt. Oh, wir tragen zu viel. Einmal kurz ein paar Sachen wegwerfen zum... Ah, Shem Drones Schwert möchte ich eigentlich gerne behalten, weil das cool ist. Das kann aber weg. Das kann weg. Das kann weg. So, ich möchte mal möglichst viel Abstand von Jack halten, bevor der gleich wieder... Jack, geh einfach. Irgendwie hat Jack große Probleme hier mit diesem Ort, habe ich das Gefühl. Na, geh doch! Hallo. Hoffentlich geht es Edward gut. Ja, hoffentlich. Wir müssen ihm nur helfen, ja? Okay, er geht weiter. Ich möchte halt nicht vorgehen, weil vielleicht meint er dann, nee, da darfst du nicht rein, ich bring dich lieber um. Sowas in der Richtung halt. Ja? Sag mal, Jack, was ist los mit dir? Ach, da sitzt er. Wie schlimm bist du verletzt? Noch bin ich nicht tot.
aber ich kann nicht aufstehen. Konntest du verhindern, dass sie den Aufzug benutzen? Ja, ich habe den Aufzug in den Keller geschickt und abgeschaltet, wie du gesagt hast. So was gut, ich habe einige von ihnen mit Kugeln durchsiebt, bevor sie mich zurückgelassen haben. Hab schon länger niemanden gesehen. Denke ich, ist schwer, nicht das Zeitgefühl zu verlieren. Kannst du wirklich nicht aufstehen? Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ja, Jack, da bin ich mir verdammt sicher. Schon gut, mach dir keine Sorgen. Dann müssen wir uns eben hier alleine drum kümmern. Sie Jack ist ganz schön böse. In den Keller vorgedrungen. Aber ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Ist jetzt aber auch egal. Wir müssen durch den verlassenen Teil des Gebäudes. Sieht aus, als würde das Abramelin-Feld noch funktionieren. Obwohl mehrere Sicherheitstüren im Keller bereits aufgebrochen wurden. Wir sollten uns beeilen, wenn wir sie aufhalten wollen. Sie scheint unbedingt zu Lorenzo vordringen zu wollen. Wer ist denn eigentlich Lorenzo? Ich frage erst mal nach. Was genau geht hier eigentlich vor? Ich denke, du solltest es wissen. Denke auch. Es ist schwer zu sagen, wie gefährlich Lorenzo durch das Artefakt geworden ist. Er ist nicht nur gemeingefährlich und geisteskrank, sondern verfügt über größere Stärke und ist gegen die meisten Arten körperlichen Schadens unempfindlich. Außerdem beherrscht er eine Art lokale Telekinese, die durch das Artefakt selber hervorgerufen wird. Wir müssen jetzt in den Keller, bevor die Eindringlinge einen Weg finden, Lorenzo zu befreien. Folge mir. Sei vorsichtig, Jack. Wollen wir nicht Edward erstmal ein Stimpack geben oder sowas? Alles in Ordnung? Alles klar. Ich muss mich nur eine Minute ausholen. Na gut. Ich guck trotzdem mal ganz gerne hier ins Büroterminal. Ich hoffe, dass du meintest das nicht. Ich hoffe, das stört dich nicht. Hochsicherheitsverwahrungsanalyse-Systemstatus. Hauptaufzug inaktiv ist gut. Abramelinfeld ist grün, okay. Sicherheitstüren Warnung. Warum? Warnung? Moment. Nicht autorisierter Zugang entdeckt. Aha. Ja, okay. Aber da waren noch die Patientenakten. Die würde ich gerne sehen. Warnung. Beschädigte Daten entdeckt. Dateien sind möglicherweise verkürzt oder fehlen. Wenden Sie sich sofort an einen IT-Mitarbeiter. Patient 001MS. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich interessant hier gerade in dieser Irrenanstalt. Oder in dieser Heilanstalt. Name Lorenzo Cabot. 28. März. Einweisung am 11. Juni. Wie alt war der? Der war 54, ne? Ja. Speziell sie unten. Der Patient wurde wegen seines Willens zur unbegrenzten Verwahrung in die Hochsicherheitseinrichtung angewiesen. Die Behandlung untersteht direkt Bezirksdirektor Cabot. Ohne ausdrückliche Anweisung durch Bezirksdirektor Cabot ist der Kontakt mit dem Patienten untersagt. Und irgendwie erinnert mich dieses mit der Telekinese und so, irgendwie erinnert mich das total an Bioshock. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil man da auch Telekinese besitzen kann. Spoiler-Alarm, man kann Telekinese haben, na wie auch immer. Wer ist es jetzt? Antonio De Santo. Ach, den haben wir, glaube ich, auch schon mal gehört, zumindest. War das, ist es ein... Nee, das ist nicht sein Vater, ne? Nee, der würde ja auch Cabot heißen, naja. Patient wurde nach Sondervereinbarung mit der Familie eingewiesen. Auf rechtliche Beratung wurde im Beisein vom Bezirksdirektor Cabot verzichtet. Patient darf keine Besuche empfangen oder Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Solange der Patient kooperativ ist, sollten alle machbaren Annehmlichkeiten bereitgestellt werden. Keine Behandlung erforderlich. Keine Behandlung erforderlich? Das heißt, der wird einfach nur versauern, oder wie? Patient Aniela Stawski. Oder Stawski. Patientin hat sich selbst eingewiesen. Patientin hatte bislang keine Besucher und hat keine bekannten Verwandten. Patientin hat nie Verbrechen gestanden oder gewalttätiges Verhalten an den Tag gelegt. Aber Details aus dem Gesprächssitzungen gleichen denen eines Falls, bei dem 4 Studentinnen der Mass Bay University vergiftet wurden. Behandlung Kunsttherapie. Ergebnis sind beunruhigend. Kann ich mir gut vorstellen. Robert Bobby Smith. Patient wurde vom Jugendamt von Massachusetts in die Obhut von Bezirksdirektor Cabot übergeben. Familie des Patienten ist ortsansässig, weigert sich aber, ihn zu besuchen. Gibt seine Vergehen freimütig zu. Mehrfacher Mord, Körperverletzung. Behandlung Musiktherapie, Bachs Toccata und Fuge in D-Moll. Entschuldigung, kenne ich nicht. Ich bin jetzt nicht so in der Klassik verwurzelt. Ist das einzige Stück, das sein Lachen beenden kann und er lacht fast durchgehend. Alter, was ist das denn hier für ein Ort? Ganz schön übertrieben. Cherise Fano.
Patientin darf eigene Kleidung, schwarze Leder, tragen, solange sie weiterhin kooperativ ist. Patientin zeigt Symptome der oft missverstandenen Störung Paraphilie. Paraphilie, weiß ich nicht. Besuche vom überprüften männlichen Partnern genehmigt. Gespräche über diese Besucher mit Bezirksdirektor Cabot sind ein integraler Bestandteil der andauernden Therapie. Behandlung kontemplative Psychotherapie, Schocktherapie? In welchem Jahrhundert leben wir denn? Ah, das war sie, okay. Und das letzte? Nachtkrieger? Wirklicher Name unbekannt. Ich habe das Gefühl, dass wir die auf den Nachtkrieger noch treffen werden, ehrlich gesagt. Patient weigert sich, seinen wirklichen Namen zu verraten, behauptet, er habe eine geheime Identität. Patient glaubt, er sei ein Superheld, besitzt einen übermäßig ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, muss von einigen Patienten getrennt werden, um Auseinandersetzungen vorzubeugen. Behandlung Realitätstherapie, umfassende Gesprächstherapie. Ist es gerade ein Easter Egg gewesen oder werden wir den Nachtkrieger wirklich noch finden? Na, wir werden es herausfinden. Gut, Jack, was ist der nächste Schritt? Entschuldigung. Ich möchte gar nicht daran denken, was passiert, wenn Sie Lorenzo befreien, bevor ich da bin. Ja, das möchte ich auch nicht unbedingt mitbekommen. Ist Lorenzo jetzt sein Vater oder ist sein Vater sein Vater, also der andere? Meinte er nicht, dass... Oder... Ach stimmt, es könnte natürlich sein, dass er die ganze Zeit immer von seinem Vater geredet hat und einmal nur seinen Vater als Lorenzo angesprochen hat. Wahrscheinlich das. Wer? Ah, guten Tag. Alles fit? Wieso sind hier Minen? Hast du gerade gesagt, ich habe ihn getötet? Du hast mit einem Baseballschläger auf mich geschlagen. Mit einem Holz-Baseballschläger auf eine Metallrüstung. Bist du doof? So tötest du doch niemanden. Der hat hier so seinen Müll übergezogen. Ist ja herrlich. Oh, habe ich da gerade was Dickes mitgenommen? Ich glaube schon. Das kann weg. So. Da oben ist noch ein Kollege, der ein wenig aufs Müllchen möchte. Ich habe ja Zeit. Ich komme mal schnell hoch zu dir, ne? Hallo. Alter, was ist das denn für eine coole Ausrüstung? Was ist das für eine fette Rüstung gewesen? Die sah voll interessant aus. Schön mal die Stimpaks mitnehmen. Das ist immer das Tolle bei den Ödländern, dass sie so viele Stimpaks immer am Start haben. Das ist echt voll freundlich von denen. So, hier ist der Aufzug, den sie offensichtlich schon bekommen haben, aber offensichtlich nicht damit gefahren sind, was mich ein wenig wundert. Aber wir werden ihn jetzt fahren und fahren damit zu Lorenzo Cabot. Ich gehe mal davon aus, dass Lorenzo Cabot uns der Vater von... Ach, ist doch nicht der Aufzug, sah gerade so ein bisschen danach aus. Dass Lorenzo Cabot der Vater von Jack Cabot sein wird, würde zumindest sehr viel Sinn machen. Ist ja auch der einzige Patient, der mit dem Namen Cabot hier drin stationiert ist. Also von daher würde das schon einiges erklären. Als nächstes werde ich mich auf die verdammten Schatten stürzen. Unheimlich. Keine Ahnung, er sagt uns ja nie was. Diese Söldner haben gut gekämpft. Wenn ich dich finde, kriegst du eine Wieso reden die eigentlich manchmal miteinander? Das ist irgendwie voll komisch. Die reden dann so ganz entspannt. Wir kommen rein. Die so, ja, ich bring dich um, okay? Tschüss. Legendärer Gegner ist mutiert. Ach, schon wieder? Ein Berserker Raider? Was ist das denn? Was ist ein Berserker Raider? Ich kenne das nicht. Geht weg. Vorschlaghammer. Das Ghoul tötet das Plasmagewehr. Nee, danke. Ich glaube, ich habe bessere Sachen. So. Jack ist schon mal ein bisschen weitergegangen. Okay, alles klar. Warum nicht? Der weiß offensichtlich ganz genau, wo er lang gehen muss. Gut, er wird auch wahrscheinlich häufiger hierher kommen. Wobei das ja eigentlich ziemlich gefährlich ist für ihn. Ich benutze keinen Stealth-Boy. Du kannst einfach nur nicht gut gucken. So. Und warum sind bei manchen Gegenständen immer diese Lupen dran? Das würde mich auch mal interessieren. Bei manchen Gegenständen, die man verarbeiten kann, sind manchmal solche Lupen dran. Das ist... Was ist mit dir los, Jack? Hä? Schon am Schlapp machen hier oder was? Wo sind denn jetzt... Ach, hier ist... Ah, der Aufzug und der ist natürlich verriegelt. Gut gemacht, Edward. Die sind immer so nah. Die klingen zumindest immer so nah. So nah und doch so fern. Er ist schon wieder durchgebrochen. Das ist echt ein richtiger Gamebreaker, der Typ. Sag mal, geh mal weiter. Ich möchte hier auch runter. Dankeschön. Wir sind offensichtlich jetzt gerade bei den Zellen angelangt. Warum auch immer der hier Haarklammern hat. Ich meine, man gibt doch keinem Psycho eine Haarklammer. Das ist ziemlich, wie soll ich sagen, gefährlich. Aber irgendwie finde ich es hier unheimlich.
Du, ich finde es auch ziemlich unheimlich hier. Es ist überhaupt nicht verrückt, ehrlich gesagt. Oh, alter Schwede. Ich dachte, jetzt kommt hier gerade der Besitzer der Zelle und möchte sich ein bisschen revanchieren dafür, dass wir sein Heiligtum beflickt haben. Aber Gott sei Dank nicht. Das war nur ein Raider. Alter. Der ist einfach mit dem Kopf durch die Wand und dann gestorben. Ja, gut. Passiert den Besten. Während ihr euch ein bisschen hier um die Leute kümmert, schaue ich mir mal ein bisschen hier die ganzen Zellen an, okay? Ist das ein Deal? Ich denke schon. Ein Koffer? Na, ich glaube, da wird nicht viel drin sein. Ich meine... Ach, bestimmt, die Wände könnten wir uns auch angucken. Hier überall Fragezeichen. Ist ja so ein Klischee, dass Verrückte immer ihre Wände anmalen. Hier ist jemand in der Wand gestorben, auch interessant. Lasst mich hier raus! Lasst mich hier raus, ich bin unschuldig! Ach Mann. Dann gehe ich eben selbst. Ah, guten Tag. Schön umgangen. So, was haben wir denn hier noch? Irgendwas an den Wänden kritzelt? Ich möchte nur Kunstwerke sehen. Zeigt mir eure Bilder. Ich will sie interpretieren. Na gut, dann werden wir uns diese schönen Kunstwerke und Lorenzo selbst dann erst beim nächsten Mal ansehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye!